Nun war die Endstation erreicht, Auschwitz. Von hier gab es kein Entrinnen. Hier endeten alle Überlebenstricks, hier begannen alle Endabrechnungen. Hier wurde einem alles genommen und man stand da im offenen Feld des Lagers, bestohlen, beraubt und beschämt, weil man nichts mehr besaß auf dieser Welt. Ach, würde diese Erde von Auschwitz doch jetzt ihr Maul aufreißen und uns lebendig verschlingen, betete er in seinem Herzen. Und mit überraschendem Auftrieb entfachte sich plötzlich ein Sturm in seiner Seele, der ihn aus der Starre riss und zum Tanzen brachte. Er tanzte, nackt, aus seiner Schande heraus tanzte er, wortlos und stumm. Nur die Beine hoben sich, die Hände hatte er himmelwärts gereckt und die Augen, riesengroß, waren sie aufgerissen. Allein in seinem Geist hatte sich eine innere Flamme entzündet. Heute fand im Deutschen Muslimischen Zentrum Berlin das Konzert der Lebensmelodien statt. Nur Ben Shalom und Sarah Albrecht haben mich gefragt, können wir nicht bei euch ein Konzert veranstalten? Und ich habe sofort zugesagt und bin echt erstaunt, dass auch der Flügel hier reingepasst hat. Es war eine fantastische Atmosphäre hier. Die Besucher haben es genossen. Ich habe es genossen, mit den Musikern zusammen zu spielen, zu stehen, mit meinen Erzeugnissen zu sprechen. Und es war ein unglaublicher Abend, den ich bestimmt nicht vergessen werde. Ich freue mich sehr, dass wir Lebensmelodien hier am Deutschen Muslimischen Zentrum in Berlin aufführen. Das ist ganz wichtig und besonders auch, dass wir als interreligiöse Kooperation Grenzgänge in christlichen, jüdischen und auch muslimischen Orten Lebensmelodien spielen. Also es war wirklich der Hammer und vor allem auch die Vorgeschichten oder die Hintergrundinformationen der Musik zu erfahren. Das hat nochmal die Bedeutung der Musik ganz anders geprägt, zumal man genau die Emotionen, die Gefühle der jeweiligen Stücke immer gut mitverfolgen konnte und dann auch viel besser spüren konnte, als wenn jetzt die Informationen nicht gegeben hätten. Und da hat man wirklich mitfühlen können, was für tragischen Erlebnisse die Menschen da erlebt haben. Und sei es die ganzen Zumutungen oder auch manche Momente, wo man einfach nur sprachlos wurde, weil es auch zwar Momente mit der Tanz gab oder auch so sehr rhythmische Anteil, wo man dann eigentlich die Verzweiflung der Menschen viel besser spüren und erleben konnte. Und deshalb eigentlich ein sehr spannender Abend heute. Ich schaffte es, aus dem Fenster in den Hof zu springen und meine Frau konnte mir meinen langen Mantel nachreichen. Ich nahm meine Uhr und meinen Ring ab und reichte sie ihr. Sie sagte, lauf zu, sie werden dich umbringen. Meine ganze Familie wurde ermordet. Keiner von ihnen hat überlebt, erzählt Tuvia Miller. Nun begann das Ghetto ganz leise zu atmen. Es wurde still wie auf einem Friedhof. Der Geruch des Todes lag in der Luft und es gab im ganzen Ghetto nur noch ein einziges Haus, wo sich Menschen versammelten, die gemeinsam bemüht waren, nicht der allgemeinen Niedergeschlagenheit anheimzufallen, die die zutiefst bedrückte Gemeinde erfasst hatte. Es war das Haus des jungen Rabbiners aus von Porisov, Rabbi David Shlomo Morgenstern, dem Sohn des Rabbiners von Wischkow. Dort saßen sie, die Chassiden, und tranken Lechaim auf das Leben. Sie tanzten, sangen und versuchten, Leid und Qual zu vergessen. Plötzlich sprang der junge Schochet Shlomo Yehuda, der rituelle Schlachter und ein Talmudgelehrter von frohem Naturell, vor den Tisch und begann einen Tanz aufzuführen und dabei begeistert in die Hände zu klatschen. Ganz und gar Feuer und Flamme rief er die Versammelten auf, nicht in Depression zu verfallen. Denn siehe, schon bald, sehr bald, würden ihre Seelen vom physischen Körper erlöst.
Fünf Tage später, am 2. Oktober 1942, schickten die Deutschen die letzten 3.440 Juden von Borissow in das Vernichtungslager Treblinka. Ich finde es immer sehr, sehr bewegend, diese harten Geschichten zu hören und gleichzeitig die tänzerische Melodie. Ich muss das immer in meinem Herzen zusammenkriegen, das ist gar nicht so einfach. Aber dadurch, dass das so zusammenklingt, wird es ein sehr bewegender und für mich auch zu Herzen rührender Abend. Ich bin total begeistert und denke, es braucht viel, viel Zeit innerlich erstmal, das auch zu hören und zu verarbeiten. Und ich fand das natürlich besonders hier, dass ich hier interreligiös sowas da organisiert wird und so. Weil man empfindet dann auch, ja, wir sind alles Menschen. Wir sind alles Menschen, die Musik bewegt. Also ich fand es richtig sehr schön. Und solche Initiativen zu ergreifen, finde ich richtig gut. Am meisten, wenn was Religion anbelangt, finde ich, wie Sie wissen, im Laufe der Zeit, da gab es immer diese Konflikte zwischen Muslimen und Juden. Aber solche Initiativen finde ich richtig gut. Für mich war es sehr berührend. Ich bin im letzten Jahr auch dabei gewesen, habe mir das in der Synagoge angehört. Und hier diesen Ort finde ich halt auch ganz besonders. Es war ganz toll, ganz besondere Atmosphäre. Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, an welchen Orten auch die Lebensmelodien erklingen. Und hier am DMZ war es einfach eine richtig so eine Community-Atmosphäre. Das hat mir besonders gut gefallen und es war eine sehr intime Atmosphäre hier. So ein Abend wie heute bringt Menschen zusammen an einem Ort oder an anderen Orten, wo sie sonst nie hingehen würden, wo sie sich nicht begegnen würden. Aber genau das ist heute passiert, dass Juden, Muslime, Christen und vielleicht Leute, die an gar nichts glauben, einfach hierher gekommen sind und der Musik zugehört haben, sich erinnert haben an vielleicht, was sie selbst erfahren und gespürt haben. Und das ist einfach eine tolle Sache und sollte uns Mut machen und auch Laune machen, uns miteinander zu begegnen, ins Gespräch zu kommen und eine gute Zeit zu verbringen.